1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball sitzt mal wieder am Spielfeldrand. Heute in Fürth am Rohnhof. Ja, die waren auch mal deutscher Meister hier in den 20er Jahren. Und Eintracht Braunschweig war deutscher Meister 1967. Haben 1000 Fans mitgebracht hierher nach Fürth. 4,5 Stunden Fahrt. Respekt. Herz, Seele, Ball meldet sich dann später, aber natürlich mit dem Schwerpunkt Thema Bayern München gegen Schalke 04. Herz, Seele, Ball, Freunde, das war also gerade in Fürth, Sportpark Rohnhof, jetzt Frankfurt, Flughafen, Rückfahrt. Es zieht sich, weil ein Stellwerk war gerade nicht besetzt und aus diesem Grunde hat man eine kleine Umleitung wählen müssen. Zunächst mal der Blick in den Presseraum in Fürth, damit ihr mal sehen könnt, worin besteht der Unterschied zwischen Bundesliga und zweiter Liga. Es ist in der zweiten Liga alles ein bisschen kleiner, vielleicht dadurch auch ein bisschen charmanter und ein bisschen schöner. So sieht das aus in Fürth. So, und weil ich gerade im Zug sitze, es ist immer wieder ein Erlebnis. Ich habe es gesagt, gerade Stellwerk nicht besetzt. Schwamm drüber, ein ganzes Abteil abgesperrt mit rot-weißem Flatterband. Das macht es doch so gemütlich, so charmant. Ich habe das auch mal fotografiert für euch. So, dann führt der BVB 4:0, da wird nichts mehr anbrennen. Gladbach schwach, Schalke leider chancenlos in München 0:6. Mehr muss man dazu auch nicht sagen, da war der Qualitätsunterschied dann aber auch wieder mal eklatant deutlich geworden, muss man auch, glaube ich, akzeptieren. Schalke jetzt gegen Frankfurt nächste Woche und Bayern gegen Leipzig. Ich glaube, da fällt die Entscheidung, wer deutscher Meister wird. Wenn die Bayern das gewinnen, letztes Spiel, wenn sie in Köln haben, dann werden sie auch Meister. Vermute ich. BVB muss nach Augsburg, immer ein unangenehmer Gegner für die Dortmunder, aber die sind im Moment einfach gut drauf. Respekt muss ich äußern gegenüber dem VfL Bochum, der heute wieder gewonnen hat, 3:2 gegen Augsburg. Ich denke ja immer, so, die Bochumer sind jetzt weg nach dem Gladbach-Spiel. Nee, haben sich dann auch wieder ganz ordentlich berappelt. Und das Spiel gegen die Augsburger, die ja immer als sehr unbequem gelten, gewonnen. Union Berlin auf dem Weg in die Champions League, da muss ich sagen, das ist mir dann ein Schluck Champagner wert, alkoholfreien, versteht sich. Wenn die das schaffen, das ist sensationell. Ich erinnere mich immer daran, als ich die 50-Jahr-Feier von Union moderiert habe, damals noch zweite Liga. Was aus denen geworden ist, unfassbar. Ruhig, sachlich gearbeitet, tolles Publikum, also großen Respekt vor Union Berlin. Ja, mit der Meisterfeier warten wir dann noch ein bisschen. Ich glaube, wohlgemerkt glaube, dass die Bayern das am Ende doch schaffen. Und die werden vielleicht jetzt alle ihre Spiele gewinnen, die Bayern und die Dortmunder. Und dann sind die Bayern eben vorne. Was da unten passiert, das mag ich im Moment nicht prognostizieren. Hertha spielt gegen Bochum nächste Woche. Und das ist dann für die Bochumer wahrscheinlich das absolute Endspiel. Aber das sage ich ja schon die ganze Zeit. Und dann läuft auch wieder alles anders. So, mein Zweitligaspiel ging übrigens 2:2 aus. War in Ordnung, war ein nettes Zweitligaspiel. Mehr gilt es dazu auch nicht zu sagen, außer, dass wir uns morgen wiedersehen bei Herz, Seele, Ball. Und ich hoffe, dass wir jetzt gleich pünktlich weiterfahren hier von Frankfurt aus und dass nicht wieder irgendwo ein Stellwerk nicht besetzt ist. Der Streik der Deutschen Bahn findet übrigens nicht statt. Gut für mich, weil ich am Mittwoch an die Ostsee muss. Da werde ich bei Rewe Hase ein Glücksrad drehen. Ja, wirklich. Rewe Hase, Glücksrad. Darüber wird auch noch zu reden sein. Freunde, ich wünsche euch was. Bis morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.